liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Und damit ist der Ball weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das macht er gut. Jung. Waldemar Anton. Badstuber. Gieselmann. Füllkrug. Mike Franz. Rani Khedira. Gieselmann. Stindl. Ja, könnte was werden. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Jung. Felix Klaus. Rani Khedira. Gieselmann. Robin Hack. Mike Franz. Waldemar Anton. Jung. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Hannover 96. Dann geht es auswärts gegen den Hamburg SV. Ganz genau. Und natürlich kommentieren wir auch diese Partie. Stindl. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Jung. Waldemar Anton. Das könnte was werden. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen, der hat ja kaum was gestimmt. Um Gottes Willen, diese Schwächen vor dem Tor. Sie holen eine Chance nach der anderen raus. Das kann man ihnen ja nicht vorwerfen, dass das nicht der Fall wäre. Aber was dabei rumkommt, ist viel zu wenig. Czeluska. Geht mit einem Wurf weiter. Mike Franz. Jung. Felix Klaus. Robin Hack. Mike Franz. Und Badstuber. Gieselmann. Füllkrug. Jung. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Jetzt Badstuber. Robin Hack.
Guter Versuch. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Viel hat da nicht gefehlt. Und sein Versuch wäre von Erfolg gekrönt gewesen. Eine richtig knappe Kiste. Georgi Chikia. Ja, guter Pass. Auf außen ist jetzt Platz. Da ist die Hereingabe. Erstmal geklärt. Sie müssen konzentriert bleiben. Da könnte gleich der nächste Angriff kommen. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Niklas Füllkrug. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ecke in die Mitte. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Schürkow. Giaccherini. Das könnte die Chance werden. Kann er was draus machen? Schwierig, er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Badstuber. Und da verlieren sie den Ball. Den Ball will er nicht hergeben. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Nicole Stanciu. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Guter Spielaufbau. Macht das da gut. Gute Aktion. Setzt sich da schön durch. Mike Franz. Da wäre Platz für den Konter. Mike Franz. Robin Hack. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Sehr gut aufgepasst. Douglas. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt könnte er flanken. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Geht dazwischen und hat den Ball. Gutes Pressing jetzt.
Leitner. Felix Klaus. Zweikampf um den Ball. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Könnte die Führung werden. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Leitner. Waldemar Anton. Leitner. Leitner. Felix Klaus. Gieselmann. Bisschen zu weit dieser Ball. Jefferson Farfan. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Nicole Stanciu. Ja, das sieht gut aus. Die Gelegenheit. Oh, da sagt er Dankeschön. Den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müssen sie schon mehr rausmachen. Müssen sie cleverer machen. Das ist ja kein Problem. Es gibt ein Tor vor Gemäht. Also, gehen wir mal kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Schachtjur Donetsk. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 68 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Ja, guter Pass. Leonardo Bittencourt. Füllkrug. Fällt das Tor doch noch. Da hatten sie noch mal Glück, das wissen auch die Fans. Auf Dauer geht das so nicht gut, weiterhin unentschieden. Giaccherini. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ball im Aus, klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Jetzt kommt der Wechsel. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Vielleicht die Führung jetzt. Guter Schuss, aber er hat Pech. Der Ball geht knapp vorbei. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Waldemar Anton. Rani Khedira. Badstuber. Da kommt der Pass auf außen. Super Pass. Er kann es machen. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Es bleibt bei diesem Remis vorerst, und das haben sie ihm zu verdanken, seiner Parade. Was war das für eine Riesenchance? Und er hält das Ding. Er bricht erstmal ab, wartet auf die Kollegen. Ball ist wieder weg.
Er wirkt erschöpft. Vielleicht sollte er ausgewechselt werden. Waldemar Anton. Leitner. Öztunali. Ein Pass mit viel Auge. Und Bartstuber. Das könnte was werden. Mike Franz. Pass auf den Flügel. Jetzt zieht er in die Mitte. Das ist es vielleicht. Akinfeev ohne Mühe. Juan Carlos. Luciano Acosta. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Giaccherini. Gefährliches Anspiel. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Jetzt die Ecke. Ja, der Schuss jetzt. Klasse gemacht, stark geblockt. Schöne Aktion. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Und die Balleroberung, wichtig. Gieselmann. Leonardo Bittencourt. Unglaubliche Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Schön abgeblockt. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Rani Khedira. Öztunali. Sie haben Platz. Mike Franz. Hier könnte es jetzt noch mal gefährlich werden. Jetzt könnte er flanken. Ja, gibt Ecke. Kurz. Weiterer Eckball für Sie.
Da kommt die Ecke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Es gibt Einwurf. Levin Öztunali. Gefährlich! Schöner Spielaufbau. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Bei dem Weitschuss fehlte eigentlich nicht viel. Schön finde ich, dass er sich getraut hat. Guter Versuch, hier den Schuss aus der Distanz zu wagen, aber das Ding geht drüber. Nach wie vor keine Tore hier. Lass uns doch schnell auf ihr nächstes Match gucken. Der kommende Gegner von Hannover 96 heißt Hamburger SV. Wenn sie da eine ähnliche Leistung wie heute zeigen, dann könnte es was werden. Und jetzt Bart Stuber. Leitner. Leitner. Leonardo Bittencourt. Robin Hack. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Und auch hier ist er aufmerksam und gewinnt den Zweikampf. Giaccherini. Er lässt sich Zeit, noch sind die Mitspieler nicht da. Da kommt die Hereingabe. Da hat er den Pass unterbunden, ganz wichtige Aktion. Waldemar Anton. Bart Stuber. Robin Hack. Schönes Zuspiel hier. Gefährlich. Aktion geht weiter. Jetzt haben sie es. Ja, sie gehen hier in Führung. Und das kurz vor Schluss, ganz wichtig. Wir schauen noch mal auf das Tor. Und da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Georgi Chikia. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Ja, energischer Vorstoß. Gute Aktion. Leitner. Leonardo Bittencourt. Und Bart Stuber. Gieselmann. Robin Hack. Das Ding hier muss noch nicht durch sein. Es gibt einige Minuten obendrauf. Entsprechend werden auch die Fans noch mal wach. Klar, dass die Fans hier jetzt noch mal Hoffnung haben. Wäre nicht das erste Mal, dass in der Nachspiel... Gute Chance. Gut reagiert. Das war knapp. Sie führen zwar, aber wenn sie nach dieser Ecke treffen, würde das sicher noch mehr Ruhe reinbringen. Der hätte sitzen können. Die Flanke kam passgenau für einen erfolgreichen Abschluss. Er bringt den Ball nicht aufs Tor, etwas zu hoch. Kurze Ecke. Da können Sie erstmal klären. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor.
Knappe Angelegenheit. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Giaccherini. Schöne Aktion. Er gibt Freistoß, klar. Stimmungstechnisch macht Ihnen hier keiner was vor, oder? Nee, also was die Fans hier heute abliefern, das ist aller Ehren wert. Tolle Stimmung. Das ist der Ausgleich in dieser Partie. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Er muss jetzt reagieren, das ist ja klar. Es sah so gut aus, aber jetzt ist die Führung erstmal wieder weg und das gefällt ihm überhaupt nicht. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Gieselmann. Und jetzt Bartstuber. Waldemar Anton. Leitner. Öztunali. Gieselmann. Füllkrug. Rani Khedira. Jetzt tut sich hier nichts mehr in diesem Vorrundenspiel. Es bleibt beim Remis. Klasse Spiel, kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, von beiden eigentlich. Beide auf Augenhöhe, ein gerechtes Ergebnis. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ja, bei dem können Sie sich wirklich bedanken. Der hat Ihnen mit diesem späten Treffer wenigstens noch den Punkt gerettet.